Doriforos, mein Freund, halte dieses Wesen auf. In Malma von Janka, fessle ihn, sodass wir ihn letztlich bezwingen können. Halte ihn und halte ihn. Ja, ich würfel mal meine entsprechende Probe. Das müsste eine 15 sein. Die Herbeirufung hattest du schon gemacht? Dafür müsste ich einfach nur den Ring drehen. Okay, die Beirufung gut, hat er ja gemacht, als er ihn in den Ring gebunden hat. Hätte ja sein können, dass du noch irgendwie eine Liturgiekenntnis oder sowas machen müsstest. Nö. Das ist zum Glück nicht der Fall. Er fordert halt jetzt den Dienst an, den er mit... Oh, ich setze meinen Schicksalspunkt ein. Ja, du musst auf die 14, auf die 15 würfeln. Auf die 15, genau. Weil Erz dein Element ist. Richtig. Aber 17 gefällt ihm trotzdem nicht. Das ist ja egal, das ist ja der Schicksalspunkt. Genau. Die 5 reicht. Ja. Und, was er dann tun wird, das überlasse ich ihm. Also ich gebe ihm keinen speziellen Befehl. Er soll den einfach nur lang genug halten. Ja, er blickt dich an und sein Mund öffnet sich trivial. Und dann geht er los. Er öffnet seine Hand zu einem Griff und du kannst sehen, während er auf den riesigen Malmer zuschreitet, fließt der Sand von unten nach oben in seine Hand und wird zu einem riesigen, gewaltigen Nagel aus Sand. Währenddessen schreien die Kurger, die Trollzacker ebenso und der Malmer hat zumindest das Interesse erst einmal an euch verloren und wird jetzt Kurger schneiden. Scherenschnitt. 5W6 plus 5. Gut. Rafim hat eine Athletikprobe gewürfelt. Mit 16 Punkten übrig. Ja, hab aber gechippt. Okay. Also raus. Und Diamantis? Dann könnt ihr den Wagen zumindest zum Strand bringen. Und... Die Trollzacker begleiten dich noch. Genau, das war der Befehl. Und während du das tust, kannst du sehen, wie dort wohl an einem der Stege neben dem Malmer eine Gestalt aus den Fluten nach oben kommt, blau leuchtend. Du hast sie noch nicht wirklich lange gesehen und auch nur aus der Entfernung, aber das könnte die Erferdgeweihte sein, die da gerade pilzförmig aus dem Strand nach oben schreitet auf euch zu und dir gemeinsam mit drei Humeriern den Weg versperrt. Oh, verdammte Scheiße, Diamantes, zieh deine Waffe! Wir müssen das Gleichgewicht bewahren. Was macht ihr denn hier? Geht aus dem Weg. Wir müssen diesen Malmer töten. Das Gleichgewicht bewahren. Die ist verrückt geworden, Rafim. Scheiße. Ja, Torvala, tötet sie. Und Rafim würde auf die zulaufen. Ja, die Torvaler lassen den Wagen dort, wo er steht, immer noch mit dem Stroh gefüllt. Und sie gehen auf alle Fälle auf den ersten, auf den zweiten Humeria los und versuchen da erstmal in einen Nahkampf zu kommen, beziehungsweise die Humeria ordnen sich auch genauso an, dass die entrückte Effortgeweihte nicht angegriffen wird, auch wenn die Torwaller gerne auf sie zustürmen möchten, aber das wird dann eben durch die Humeria verhindert. Du stürmst auf sie zu. Was tut Diamantis? Ja, ich orientiere mich und dann stürme ich auch auf die zu, denn alleine den Karren ziehen kann ich nicht, deswegen muss der Weg frei, damit der Karren da lang kann. Oder kann ich alleine den Karren ziehen? Ja, mit einer Athletik-Kraftprobe ja, oder auch Fahrzeuge lenken, das würde gehen. Aber ist natürlich sehr viel langsamer. Ja, gut. Du kannst auf die nächste Flutwelle warten und Bootfahren würfeln. Ja, auf der nächsten Flutwelle könnte auch sein, dass der Stroh dann in Gefahr gerät. Nein, es ist Zeit für den Kampf. Wir müssen schnell möglich den Weg freikriegen. Dann stürm heran. Wie gesagt, der Numeria wird dich abfangen. Du kannst dann eben Rafim in den Kampf eingreifen. Derweil die anderen. Zulamin möchte versuchen, die Kurga zu befehligen, weil wir wollten den Malmer im Safnir-Schrein erwischen und der wendet sich jetzt in die andere Richtung. Das heißt, Zulamin brüllt darüber: Kurga, zu mir! Alle! Würfel mal auf Kriegskunde.
Ich glaube nicht, dass ich das habe. Ja, aber wäre tatsächlich möglich. Stierkopf-Schamane. Abseits Villa Marix Fuchsäcker hatte sich auf ein Häuserdach, eine Häuserruine geschlagen und wird dort oben stehen, dass man dort aus dann versuchen, mit der Armbrust auf die kleinen Stieläuglein zu schießen, währenddessen Doriforos unabhängig von den anderen die 8 Beine des Malmas versucht in den Sand zu treiben, wenn er dann ja, die Zeit dazu bekommt. Ich kann nicht auf Überreden oder Überzeugen ausweichen. Plus 10. Okay. Ich glaube, Überzeugen ist hier das Passende. Denkst du? Es ist ein kurzfristiger Effekt. Ja, aber du verlässt dich hier auf die Kraft deiner Persönlichkeit. I don't know. Mir ist egal, überleg dir was. Also plus 10 für beides. Boah. Wow! Die Trollsacker nicken zu, die Befehle werden wiederholt, damit das alle in der Reihe dann auch mitbekommen. Und so versuchen sie langsam, aber stetig den Kopf weiter zu drehen. Und ja, auch wenn der Befehl vielleicht nicht so sinnvoll ist, aber sie stellen ihn am Svanfar-Tempel. Das heißt, das Ganze wird so ein bisschen gedreht. Ihr könnt auch schon sehen, dass die ersten Erfolge von Doriforos einsetzen und die das eine Bein, was wohl schon am Strand hing, ist in den Sand weiter gepinnt, genagelt. Er wird es nicht rausreißen können, auch wenn er versucht, so ein bisschen dann das zu machen. Aber ihr habt ihn jetzt genau dort, wo ihr ihn nicht haben wollt. Und zwar an oder auf dem Svanfar-Tempel. Die Trollsacker neben euch, um euch herum, ein wildes Gehacke, Gehaue mit den Äxten. Was wollen derweil die anderen tun? Aber mir. Ich würde zuerst mal gucken, ob das Pulver, das Schwarzpulver, noch einigermaßen trocken ist. Und dann hat es gerettet. Ja. Ich wurde ja gerade von dieser Flutwelle, deswegen frage ich nochmal. Ja, aber Boltax war oben und war ja am Klettern. Genau. Achso, okay. Ich hab's dir ja noch nicht geben können. Boltax! Ja! Das Schwarzpulver! Schnell! Hopp! Ja, ich fange es dann und würde es dann großzügig in dem Strohverputz wahrscheinlich von diesem Holzding da verteilen. Möchtest du den Svanfar-Tempel anzünden? Ja. Wow. Ich kletter genau derweil wieder runter. Deswegen habe ich die ja zu uns gerufen. Genau. Also ich würde mich dann mit den Kurga unter dem Säulendach hindurch zurückziehen, dass er uns nachkommt und möglichst entweder unter oder über dem Tempel hängt. Genau. Ja, genau ich das. Ist er. Also jetzt mit dem Kopf so ein bisschen halb versetzt. Ich würde sagen, ungefähr 1 Meter von euch entfernt, aber so ein bisschen über euch thront. Folge auf jeden Fall zu Lamien und den anderen Kurga. Verdammt, wo ist der Stroh? Schau mich mal um, irgendwie, ob ich da was erkennen kann. Ob Sinne Schärfe. Plus 8. Der Weg ist nicht weit, aber Kampfgetümmel. Was tut der Valjala? Nichts Relevantes. Also der steht, hat immer noch dieses irgendwie Swafni-Amulett, das sich in seinem Handgelenk verfangen hat. Betet tatsächlich zu Swafni. Wir stehen gerade in seinem Tempel, dass er uns alle retten möge. Und steht hinter Abelmir rum. Ja. Guckt den Malma ins Auge, wenn man es manchmal sieht. Mira derweil läuft Doriforos hinterher und beißt in die Beinteile, die Doriforos dann da gehalten hast. Also ihr wisst ja, wie Malma unstet sind und dann sich gerne auch aus Kämpfen wieder verziehen. Egal, ob sie gewinnen oder verlieren, aber Doriforos versucht das jetzt eben durch den Wunsch von Boltax zu verhindern. Abelmir, du bekommst mit. Es gibt gerade einen Kampf auf der anderen Seite gegen Humeria. 3 Stück und gegen eine verdrehte Erferdi. Verdammt, was macht diese Ferdi da hinten? Was? Wir sollten ihnen helfen. Sören, schafft das allein hier mit den Trollsackern? Wir wollten den Tempel anzünden, oder? Ohne Stroh wird das schwierig. Wir brauchen den Karren mit dem Stroh. Dann komme ich mit euch, ich kann hier nichts tun. Dann auf die Beine, vorwärts! Trollsacker, haltet die Stellung! Insgeheim ist zumindest Jalan froh, von diesem Mama wegrennen zu können. Könnte den hier. Könnte ich eine Feuerstein-Bearbeiten-Probe würfeln, um hier schon mal ein paar Funken zu schlagen, bevor... Ja. Also der Tempel selber wurde wohl... Ja, er wurde auch mal angezündet, aber man kann den sicherlich noch ein zweites Mal. Gerade wenn es ein Swafni-Tempel ist, der beim ersten Mal angezündet wurde, so nah am Wasser, da geht bestimmt noch ein bisschen mehr. Ja. 13 Sternchen, die reichen mir. Und ja, auch ohne Stroh kannst du schon ein Feuer herausholen. Ob das reicht,
ihn komplett zu kochen, ist natürlich eine andere Frage. Ja, das müssen wir sehen. Aber geht. Dann rufe ich Zulamin zu. Zulamin, bringt starken Alkohol. Vielleicht hilft das. Ja, weil könnt ihr auch sehen, wie um euch herum die Trollzacker jetzt auf den Swafnir-Tempel raufklettern und sich dann von der Schiffs- oder Bordwand des Swafnir-Tempels dann auf ihn heraufstürzen und versuchen dann den gewaltigen Panzer zu spalten. Aber mir läuft immer so los? Ich würde jetzt in Richtung Rafim laufen und die Vertreter. Ja, Jalan will auch aus dem Tempel raus, ja? Kann ja aber mir nicht alleine lassen. Er stürzt sich ja noch hin. Wo bist du? Oltax sehe ich da noch irgendwo? Ich finde mich gerade nicht. Na, bist Moment. Du. Ach, da oben. Okay, Initiative von Rafim und Diamantes und den Numerian. Ich würfel für die Kultisten, beziehungsweise die FR, die würfel ich einfach mal als Kultistin mit einer 12. Der Malma hat eine eigene Ini, der ist aber in diesem Kampf nicht wichtig, weil er nur gegen Boltax geht. Und die Homeria sind auf der 10. Ich glaube, das geht so, ne? Ja. Das sieht gut aus. Okay. Willst du, dass wir jetzt auch schon Ini würfeln und uns dann in Kampfrunden bewegen? Würfeln, oder? Genau, ihr braucht noch, okay. Guck mal, 30 Meter, das sind wohl noch zwei Kampfrunden. In zwei Kampfrunden könnt ihr dann in den Kampf mit einsteigen. Es gibt einen weiteren Homeria, den ihr hier erkennen könnt. Der Zulamin könnte seiner sein. Und ich habe einen Homeria auf der 12. Und ich habe eine Kultistin auf der 16. Die Homeria fangen an. Den Kampf mit den Jankanern, mit den Torwallern würfel ich gerade nicht mal aus. Aber gegen Rafim und gegen Diamantes mache ich auf alle Fälle. Und ich fange mit meinen Humerian an. Die haben zwei Attacken auf auf NSP. Können sie mit ihrer Hellebarde bzw. mit den Scheren angreifen. Hellebarde gegen Rafim und Schere gegen Diamantes. Welche Distanzklasse ist die Schere? Auf NS. Jo, ich lege sie vor, ich mache eine freie Aktion, ziehe meinen Dolch, damit habe ich einen Inni-Bonus von 1, bin ich auf der 22 und die Homeria sind auf der 12, richtig? Die Homeria sind auf der 12. Ja, dann kämpfe ich mich auf bis H auf sie ran, da ich genug Initiative habe, so, um die Distanzklassen zu überbrücken. Für 4 Initiativepunkte über dem Malme kommst du eine NS runter. Genau. So, von S auf 18 bist du bei N und von der 18 auf die 14 bist du bei H. Perfekt. Ja. Dann stehst du auf H gegen die, was war das? Schere. Genau, du darfst mich angreifen mit einer Attacke plus 6. Plus 6? Ja, und keine Manöver erlaubt, da falsche Distanzklasse. Okay, dann habe ich dich mit der 12 leider nicht getroffen. 12 ist gewürfelt, aber du hast Tor gezogen und schade, passiert. Ich kann auch nochmal neu würfeln, für mich ist das nur besser. Ah, mein. Okay, dann Rafim, helle Badeangriff, nicht gelungen. Dann war das zumindest der Angriff, ich guck gerade mal, einen weiteren habe ich nicht gegen euch. Dann die 16, Fasina fängt an zu zaubern. Und sie blubbelt auf einer euch unbekannten Sprache, deutet auf Rafim. Erste, zweite Aktion, 12, Abelmi, 21. Muss laufen. Ja, ich würde weiterrennen, ich habe GS versicht, also 18 Schritte mit Sprinten, glaube ich. Ja. Dann können die anderen sich auch bewegen. Müsste so da sein, etwa. Sulamin und Jalan können sich natürlich bewegen. Ich möchte gerne Mira zu mir rufen, denn Mira ist stark und wir müssen den Wagen bewegen. Okay, sehr gut. Du kannst Mira davor binden, denn Mira hat keine Probleme mit dem Malma abrichten. Wie viel der war im Moment Sprint aus? Also 6 mal 3 sind 18, mal 0,1 sind 1,8 Meter mehr bewegen. Das hat sich gelohnt. Okay, dann kannst du auf Mira reiten. Einmal abrichten, das heißt, sie hatte sich zu dir bewegt und dann kannst du die erste Reiten-Aktion in die Runde unternehmen. Dafür musst du noch keine Reitenprobe würfeln, aber ihre Geschwindigkeit von Mira ist, weißt du das, Schoko? 8 oder so? Wird nicht so phänomenal sein, Bären. Also die können halt schnell sprinten, aber... Ja, sie geht erstmal auf 6, 7 Meter ran. Also. Ja. Wie hoch ist meine Geschwindigkeit eigentlich? Oh, 7, okay. Bist du gerüstet?
Ja, aber ich habe keine Behinderung, also bin ich bei 8 tatsächlich. Okay, dann bin ich bei 3x8, 24. Boltax, möchtest du anzünden oder noch nicht? Ich halte noch zurück, ich warte noch. Okay, möchtest du profan anzünden oder mit einer Magie? Ich würde profan erstmal versuchen anzuzünden, zur Not halt mit Magie. Ja. Du kannst sehen, wie weitere Jankarner verletzt werden, auch wenn sie schon verletzt waren, und ebenso Kurgar, die dann den Scherenschnitten nicht ganz ausweichen können, wollen. Einige versuchen das Ganze auch zu parieren und werden dann einfach so zerschnitten. Ich guck gerade mal, der Malma würfelt nochmal gegen Angriff. Einmal da 20 und dann hier nochmal eine Stampfattacke. Und du bist auch der Meinung, wenn das zu lange dauert, dann ich gebe euch 4 Kampfrunden. Okay. Wenn ihr in 4 Kampfrunden das nicht schafft, dann stürzt der Swafnir-Tempel ein. Kann ich eine Steinmetzprobe würfeln, um den Tempel ein bisschen zu stabilisieren? Holzbearbeitung. Oder Zimmerer. Es ist nicht aus Stein. Ja gut, okay, ist ein Punkt, das habe ich nicht ja, egal, probiere ich trotzdem. Kannst du gerne machen, nächste Kampfrunde, während du würfelst. Nee, ich bin dran. Wir haben noch eine Aktion. Und ich habe die Kampfrunde ja noch nichts gemacht. Ja, genau, mach erstmal du da eins fertig, dann machen wir. Ja, schaffe ich aber nicht. Gut, dann verzeiht bitte, Rafi muss natürlich nicht laufen und Diamantes hatte nur seinen Dolch gezogen. Ihr dürft natürlich. Ja, Diamantes mach ich. Ja. Genau, ich greife einmal an und wandle offensiv um. Einmal mit einer gerade plus 9, der gerade und Schwinger. Weil ich über versteckte Schwinge angreife. Ja. Damit wäre es misslungen, hätte ich nicht noch 2 Punkte Glück, dann setze ich einen ein. Okay. Und mit einer 9 ist es dann geschafft. Ja. Das war dein Glück von dem Vorteilglück, ne? Das war jetzt nicht das Glück von genau. Jalan. Ja. Das habe ich letztes Mal schon eingesetzt, oder das von Jalan. Dann ist das gelungen, kannst Schaden machen, genau, denn er hat schon zweimal angegriffen, verteidigt sich. Was? Mit dem Langdolch? 16? Genau, ich habe einen Langdolch, der macht 1W6 plus 6. Ja. Plus 3 Schaden und habe eine TPKK von 12,4, dadurch kommt noch eine rauf. Und durch eine Ansage von 9 ist es dann plus 16 plus Würfelwurf. Wow. Du kannst mit Langdolchen können. Er hat eine gerade gemacht. Ja, aber. Warte. Ein Wuchtschlag. Ah. Ja, ja. Er ist auf Distanzklasse H. Das kriegt mich jedes Mal wieder, ganz ehrlich. Er ist auf Distanzklasse H. Genau, also es geht nur auf H, es geht nicht auf N. Also ja, ist ekelhaft, aber was haben die? Das ist nur Meria, Rüstungsschutz 5 ist das, glaube ich. Du kriegst trotzdem, wenn er pariert, halben Schaden. Er hat aber keine Parade mehr. Er ist 5, dann ziehen wir von den 18 5 ab, sind 13 TP auf dem. Das war die erste Aktion. Rafi, mach mal deine. Ja, ich greife dreimal an. Wuchtschlag plus 6. Wuchtschlag plus 6. Und ja, letzter Wuchtschlag plus 2. Dann habe ich wieder eine 6er Erschwernis, weil ist natürlich offensiv umgewandelt. Ja, eine plus 4 und dann nochmal eine plus 2. Ja, genau. Dann kann Diamantes danach doch mal seinen Schaden machen. Wir ziehen 21, 5 ab, sind 16, 13, 15. 13. Sehr schön, danke für die Umrechnung in SP. Und sein Arm knackt einmal, zweimal. Er ist aber noch nicht tot, Diamantes. Jo, ich greife noch einmal an. Wieder eine neue Ansage, aber da sind diesmal die 4er Umwandeln schon drin, also nur christlicher Schaden. Das heißt, wird jetzt nicht großartig. Doch, wieder 18 Schaden. Wieder 18 TP sind 13 SP. Ja, Kopf sein können, in die Brust. Okay, das reicht zumindest für den Homeria. Der ist tot, aber das Tolle ist, Range, ich mach den schon mal als Objekt. Die anderen sind gerade auch wohl am Spalten, die werden das wohl auch hinkriegen, da müsste ich euch nicht einmischen. Es gibt hier aber noch einen weiteren vertretenen Homeria, der herankommt. Nächste Kampfrunde. Möchte vorziehen. Ja, wir fangen mit Jalan. Zulamin reitet erst einmal. Oh, Zulamin kann eine Reitprobe machen, Geschwindigkeit von Mira, ich lege die mal auf 7, bis wir nichts Neues 8. haben.
Also 8 hast du angegeben, acht. Aber kannst auch gerne 7 nehmen, wegen die trägt ja Rüstung. Ja, dann machen wir 7 mal 3 sind 21. Mhm. Dann reitest du hinterdessen noch ein bisschen Kultistenmatsch in dem Sand und bist auf der Stelle. Abel, wie möchtest du laufen? Natürlich. Dann lauf, der 8. Schritt. Genau, lauf Abel mir schon mal weiter. Jala, möchtest du laufen? Ich möchte einen Sturmangriff machen. Ein Sturmangriff? Lass mich kurz auf Selbstsucht proben. Okay. Ich hätte vorher eine Frage. Erkennen wir oder ich, dass diese Effertgeweihte, die diese Humeria anführt, oder sehen wir das nicht oder können wir das nicht? Also es ist offensichtlich die Ferdi aus dem Tempel auf der anderen Seite, die immer unter Wasser saß und ja, also sie sieht nicht mehr menschlich aus. Also, nun gut, Gewandung stimmt noch. Das muss nicht viel heißen, aber ist die Frage, ob ich IT weiß, dass sie sozusagen die Humeria auf der anderen Seite steht. Möchtest du eine Magiekundeprobe würfeln? Würde ich machen. Dann wenn mach du das. Sagst. Zählt Dämonologie? Nee. Gut. Sagt mir das auch, ich habe Magiekunde 4. Und du möchtest eine Selbstsucht proben, oder was war das? Ja, ich dachte mir, das Sinnvolle hier wäre, den Humeria anzugehen. Ja. Ich denke mich, ich bin ein rumsüchtiger Bastard und gehe lieber die Effortgewalt an. Okay. Der erscheint mir einfacher. Du kannst den Sturmangriff auf alle Fälle schon mal in die Richtung machen. Ich suche nicht garantiert, dass ich den schaffe. Meine Kampfwerte sind schlecht. Also mein Angriffswert ist schlecht. Das wird ich würfel einfach mal. Es würde aber gelingen. Keine Ansage, kann gar nichts. Ja, das ist ein Angriff von der Seite. Aber sie möchte vorher, sie hat noch eine Aktion. Also eine Aktion möchte sie zum Durchbringen des Zaubers. Ja, ich denke, die hat sie ja. Sie ist ich weniger als 8. Deine, du bist 23 minus 8 ist. Das sind nur 7, sie kann die eine. Genau, ja, das heißt, dann ziehe ich diese eine Aktion vor und würde vorher auf Raphim zaubern. Aber Raphim darf vorher noch etwas tun. Ich würde an sie ranlaufen. Ich weiß nicht, wie viele Meter das sind. Kannst du mal eben gucken? 3 Schritt. Okay, das sind dann 2 Aktionen. Dann greife ich sie nochmal an. Das ist eine Aktion. Ja, dann habe ich ja immer. Ja. Nee, das kannst du gerne eine Aktion für nehmen. Ich bin dann immer noch vor ihr dran mit meiner zweiten. Ja, scheiße, du hast recht. Ach, 3 Aktionen, da war ja was. Ja, richtig. Schön auch hier den 6er Wuchtschlag. 6er Wuchtschlag? Da muss ja. Ich tatsächlich. Ah. Du könntest okay. Ausweichen. Hat er bei mir gerade nicht genommen? Habe ich gewürfelt? Nee, ich sehe nichts. Bist du noch Connection los? Na, warte. Dann würfel mal einfach bitte eben für mich. Warte, ja, ich würfel einfach mal für dich, Schoko. Was hast du in Wuchtschlag? 6er Wuchtschlag. Auf die 18? Ja. Das würde treffen. Und dann weiche ich lieber Raphim aus als dir. Vermutlich klüger, ja. Ich würfel mal meine Ausweichenprobe. Wenn sie Ausweichen 1 hat, ist das geschafft. Ausweichen 1? Unter der Annahme, dass Raphim auf DKS angreift, was ja. Glaube ich so ist, ja. Okay, dann kriege ich zumindest den ersten Schlag. Nee, ich greife doch nicht auf S an. Ich kämpfe doch am Halbschwert, meine Freunde. Dann musst du mir jetzt sagen, wie ihre Paradebasis ist. Sorry, wenn dann ich auf S wird um 2 erschwert, zielt es auf Ausweichen doppelt, um 4 erschwert. Wenn sie eine Paradebasis von... nee, es wird nicht geklappt sein mit Ausweichen 1. Ja, vielleicht, Ausweichen hat sie vielleicht hat sie Ausweichen 2, I don't know. Oder 3. Hat sie das? Ich. Ja, durch den Korruptorat-Pakt jetzt ja. Als Eferdi, als normale Eferdi nicht, aber jetzt durch den Pakt ja. Okay. Damit ist das zumindest geschafft. Der von Raphim es geschafft. Was möchte denn Diamantis tun? Ja, mach ruhig. Geht nicht erstmal der Schaden von Jalan durch, ja, der hat ja gestorben. Nee, die dürfte mir im Übrigen frei ausweichen, denke ich. Ich möchte aber erst wissen, was du tust. Komme ich auch an sie ran oder steht mir der Raphim im Weg? Ich glaube, dafür musst du ins Wasser. Wenn du Kampf im Wasser machst, dann ja. Ich habe Kampf im Wasser, aber ich werde im Wasser landen, denn was ich machen möchte, Anlauf nehmen, ich setze nochmal einen Schritt, damit ich auch 4 Schritt entfernt und setze zum Sprungtritt auf. Das ist ein Anlauf an. Sprungtritt. So, dann stelle ich mich mal so hier ins Wasser, denn da werde ich landen. Das ist eine Raufenattacke, erschwert um 8. Ja. Würfel hier, die 2, damit ist es auf jeden Fall gelungen. Ist das in einer Aktion oder kostet das 2 Aktionen?
Das verbraucht auch die Abwehr. Also okay, ist dann kommst du, das Äquivalent zum Sturmangriff. Dann kommst du nach ihrer dritten Aktion dran, beziehungsweise die erste, zweite, das durch nach ihrer ersten Aktion kommst du dran. Ja. Aber ihre erste. Also, ich weiß nicht, wenn sie gezaubert hat, dann ist sie ausgewichen. Sie darf frei ausweichen. Also, sie muss doch jetzt, wenn sie zaubert, erstmal die Kontrollprobe schaffen, ja, oder nicht, ob sie was zaubern kann. Sie muss Störung ignorieren. Richtig. Hat sie. Dann kommt jetzt mein. Der Zauber ist denkbar sinnlos, aber Zwingtanz auf Rafim. Wie ist deine MR? 17. 17? Was? Ja, Gedankenschön. Aber, warte. Du hast jetzt gerade nicht deinen eisernen Willen an. Wer hat Gedankenschutz? Natürlich, das bedeutet, Gedankenschutz. Der ist immer an. Du hast den immer an. Gedankenschutz, ja. Meine Freunde. Du hättest ein Paradies machen sollen. Der wäre nur gegen die 10. Okay, ich habe mir so überlegt, gegen wen mache ich einen Zwingtanz, ne? Aber, dass du. Möchtest du dein Ziel noch auf mich ändern? Nee. Weil ich habe nur MR10. Nee, möchte ich nicht. Ich kann immer noch Charuptorot um Hilfe anflehen. Also der Zwingtanz, die 18 packe ich nicht. Also ich hab hier sowas wie ein ZFW von 16 gegeben. Aber ist das da unten dein Wurf? Ja. Dann packst du die 18. Nein. Nee, das ist der Wurf für die konnten sich. Die 10, 7, 11. Also, nee. Ja, weil dann würfel erstmal, weil du musst nur 2 drunter sein. 10, 7, 11 ist ja. Also 10, 7, 11 passt ja. Achso, das ist dein Zauberwurf. Ja. Wenn du 13 Attribute hast, hast du es. Ja, die werde ich auf alle Fälle haben. Ist jetzt die Frage, ob ich dann die MR überwinden kann, wenn. Eigentlich ja. Ja. Ist halt mit einem ZFB Stern, was ja, auch immer das beim Zwingtanz bringt. Dann wird jetzt Rafim rumtanzen. Zwingtanz. Und zwar Größe des Ziels, das ist für Fernkämpfe, du musst jetzt, nach den Wirkungen hat das Opfer alle Ausdauerpunkte bis auf 5 verloren und du hast ZFB-Stern-Punkterschöpfung erlitten, also einen Punkt. Das hilft mir nicht so weiter, aber du wirst auf alle Fälle tanzen. Erzeugt ja, aber wie lange denn? Eine Spielrunde, glaube ich. Solange bis du ohnmächtig wirst.